Durch all meine Schlachten im Grenzland habe ich eines gelernt. Der Pilot ist das Alpha-Tier. Schnell und agil. Elegant und doch tödlich. Scharfsinnig. Listig. Und unaufhaltsam. Ein Pilot sieht die Welt mit anderen Augen. Bloße Wände werden zu alternativen Wegen. Piloten kämpfen anders. Durch ihre Erfahrung mit Täuschungsmanövern gelingt es ihnen, allen Widrigkeiten zu trotzen. Was einen Piloten aber tatsächlich von allen anderen Soldaten und Maschinen auf dem Schlachtfeld abhebt, ist die Verbindung mit seinem Titan. Zusammen mit seinem Titan kann er nur von einer Übermacht bezwungen werden oder von seinesgleichen. Das Grenzland war seit jeher meine Heimat. Seit Jahren wird es schon von der IMC zerstört. Sie beuten Ressourcen aus, verschmutzen und zerstören unseren Planeten und schlagen jeden Widerstand gewaltsam nieder. Trotz der jüngsten Erfolge auf Demeter sind wir noch weit davon entfernt, die IMC endgültig zu besiegen. Noch bin ich ein Schütze der Miliz, die für die Befreiung des Grenzlandes kämpft. Und weit davon entfernt, ein Pilot zu werden. Wenn dieser Tag kommt, hoffe ich, mich als würdig zu erweisen. Es geht los, Pilot Cooper. Ach, Scheiße. Das Schiff hat die Simulationskapsel zurückgesetzt. Wir müssen sie neu kalibrieren. Fühlt sich das richtig an, Cooper? Okay, wir können loslegen. Mal sehen, wie viel Sie vom letzten Mal noch wissen. Aktiviere Neuralverbindung. Nicht dasselbe wie eine Titan-Verbindung, aber ähnlich. Um neue Fähigkeiten zu lernen, müssen wir geistig fit sein. Ah, viel besser. Eigentlich bin ich gar nicht für Ihre Ausbildung verantwortlich, aber Sie haben Potenzial. Außerdem sind wir im Krieg. Wer hat da schon Zeit für Hierarchien, hä? Sehr gut, einfach drüber springen. Legen wir einen Zahn zu. Aktiviere Jump-Kit-Unterstützung. Jump-Kits basieren auf dem Prinzip der entspannten Stabilität. Nach der Kalibrierung des Jump-Kits geht Ihnen die erweiterte Mobilität in Fleisch und Blut über. Wunderschön, oder? Die Inspiration dafür war mein Heimatplanet Harmony. Hier bin ich aufgewachsen. Dafür kämpfen wir, Cooper. Für eine Welt ohne Metall und Rauch. Gut, so geht's. Hier drunter, ducken Sie sich. Jetzt ein Doppelsprung. Folgen Sie dem Geist. Seit der Schlacht von Demeter haben wir mehr als ein Viertel des Grenzlandes zurückerobert. Die Miliz ist jetzt viel besser organisiert. Täglich schließen sich mehr Menschen dem Kampf gegen die IMC an. Menschen wie Sie. Früher waren wir die Gejagten. Heute sind wir die Jäger.
Im Kampf läuft es nie so ab, wie erwartet. Sie müssen bereit sein, jede Waffe einzusetzen, die sie finden. Das sind nur einige der Waffen, die mir da draußen untergekommen sind. Ab auf den Schießstand! Waffe laden. Zielen Sie über das Visier Ihrer Waffe, um präziser zu treffen. Gut, üben Sie noch, wenn Sie wollen, und kommen Sie dann zum Parcours. Zum Parcours. Okay, ich habe heute einen neuen Parcours für Sie. Sie haben 2 Minuten Zeit. Sie müssen besser werden. Folgen Sie dem Geist oder finden Sie einen eigenen Weg. Piloten müssen im Kampf einen perfekten Mittelweg aus Schnelligkeit und Treffsicherheit finden. Beim Parcours arbeiten wir an diesen Fähigkeiten, bis sie ihnen in 5 Minuten übergehen. Denken Sie dran, an Wänden sind Sie schneller. Versuchen Sie es. Nicht schlecht. Sehen Sie die Anzeige an der Wand? Das war eine neue Bestzeit. Alle haben so ihre Stärken und Schwächen. Also spielen Sie das Ganze ein paar Mal mit unterschiedlichen Waffen durch. Auf der Anzeige finden Sie Tipps, wie Sie sich verbessern können. Okay, ich denke, Sie sind bereit für eine echte Herausforderung. Ein Rennen gegen andere Pilotengeister. Ich muss Sie allerdings warnen. Diese Geister sind die besten Piloten der SRS. Wenn Sie sie besiegen können, sind Sie auf dem besten Weg, ein echter Pilot zu werden. Okay, bleiben Sie im Parcours, solange Sie wollen. Wenn Sie fertig sind, habe ich was Besonderes für Sie. Nicht übel. Aber ich wette, der nächste Geist ist eine harte Nuss.
Nicht schlecht. Sind Sie fertig? Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Gut, das wird Ihnen gefallen. Es wird Zeit, dass Sie die andere Hälfte des Pilotendaseins kennenlernen, den Titan. Fordern wir einen an. Das wurde aber auch Zeit. Ich bin bereit. Guter Kampfgeist. Aber zuerst brauchen wir etwas mehr Platz. Das ist mein Partner, BT. Vanguard-Klasse. Militärtechnologie Marke Eigenbau. Das erste Titan-Chassis, das wir selbst entworfen haben. Das wir nicht von der IMC stehlen mussten. Nur Zuschütze, fordern Sie Ihren ersten Titan an. Da oben am Himmel, da ist er. Okay, Schütze. Klingt, als wäre die Kacke am Dampfen. Ich hol sie jetzt raus. Deaktiviere alle entbehrlichen Systeme. Cooper, machen Sie schon! Ganz ruhig, Cole. Er kommt gerade aus der VR. Er braucht eine Minute für die Dekompression. Der wird schon, glaub mir. Ja, Sir! Alle Mann auf Gefechtsstation. Das ist keine Übung. Aufpassen! Die töten uns! Jedenfalls versuchen sie es. Das war gute Arbeit. Irgendwann haben sie den Dreh raus. Wir machen einen Piloten aus ihnen, Schütze. Aber nicht heute. Irgendwann. Lefty Moser. Anderson. Wir sehen uns dann um. Wir sehen uns heute einen neuen Planeten an. Vielleicht sterben wir sogar darauf. Wir sehen uns dann unten, Schütze. Viel Glück. Arsch hoch, Cooper. Wir treffen uns am Landungsschiff. Thank you.
Meister. Ich habe Ihre Position. Bin unterwegs. Cooper, Sie sehen nicht gut aus. Warten Sie. Das Zeug haut Sie vermutlich um, aber wenn Sie aufwachen, sind Sie wieder fit. Beste Moser, Feind Titans nähern sich. Apex Predators. Verstanden, BT. Söldner. Unten bleiben, Cooper. BT, los! Wir haben 18 Stunden. 18 Stunden, um die Lade zu sichern und die Lieferung vorzubereiten. Hey, Richter! Lassen Sie die Leichen liegen, Sie kranker Mistker. Wir haben hier eine Aufgabe, klar? Fürs Saubermachen werden wir nicht bezahlt. Vorwärts! BT, übertrage Autorisierung auf neuen Piloten. Verbindung. Bravo Tango 7274. Cooper, nehmen Sie meinen Titan. Nehmen Sie meinen Helm und mein Jumpkit. Jetzt wird's ernst. Pass auf ihn auf.
Transferiert, es gibt ein neues Höhlendesign. Blitz will, dass die Feuerbasis mit 4 Regimentern gesichert wird, bevor die Drakonin zu uns bringt. Kappa 1 ist am Deck. Negativ, Kappa 1. Ich komme in dieser Testanlage. Alpha 6. Alle Überlebenden der Miliz sind auf dem Weg zum IMC-Sender an Position 772981. Wir starten Sendung vom 2. Infanterieregiment der Miliz. Sie hören sich schon. Schon durch die Aufbereitungsanlage zu uns. Over. Eindringlinge der Miliz, hier spricht General Mother von der Sie verstoßen gegen geltendes Recht. Ich biete Ihnen eine kurzfristige Amnestie an. Ergeben Sie sich bei einem IMC-Offizier. Falls Sie sich weigern, werden Sie eliminiert. Legen Sie sofort die Waffen nieder und ergeben Sie sich. Leisten Sie keinen Widerstand. Bewaffnete Milizangehörige werden sofort erschossen. Negativ, kein Sichtkontakt.
Kein Kontakt zu Feindpilot. Komm, Squad! Er bitte Unterstützung! Komm! Kontakt, der ist hier! Wiederhole!